Der dritte Block. Das kann ich mal noch hinsetzen. Oh, Gilbert the Merchant. Der alte Jill. Für alle Simpsons-Gucker. Wissen jetzt, was ich meine. Ah. Vergesst immer, dass die Hasen ja nicht Hasen sind, sondern Schleimis. So. Wer ist gerade bei uns im Haus? Anni, du? Ich. Also 700 Fuß bin ich entfernt mit meinem Baumhaus dann. Okay. Ist das okay? Ja, ja. Man schreibt dir vor, wo du wohnen musst. Niemand, aber auch gar niemand. Ja, okay. Nicht nett. Oh, hier geht's so tief runter. Okay. Also, ihr versteht, was ich machen will. Ich will mich hier hochbauen. Und dann will ich hier, ja, schönes Hütte bauen im Baumhaus drin. Und zwar würde das dann so aussehen, das dann hier. Kann man noch nicht, kommt man nicht hoch. Ah, ideal wäre es natürlich schon, wenn ich mich einfach von oben runterbauen würde. Na, jetzt gehen wir erstmal hier. Doch. Schauen wir, was hier so ist. Ja, aber hier gibt es dann nämlich immer einen Raum in dem Baumhaus. Apple. Der nämlich noch eine Truhe hat. In der Truhe war natürlich nichts Gescheites. Loot mal. Also, wenn einer von euch nachher Spiegel findet, dann bitte an Tobi oder mich weitergehen. Ja, das ist ja klar, das ist ja klar. Anni, mit was baut man nochmal so ein Ding, so ein Bett? 5 Seile und ein bisschen Holz. Okay. Wie kriegt man die Seile? Aus Spinnennetzen. Oh, mal schauen, was hier im Fuße des Baumes ist. Wasser. Nee, du bist Wasser. Ja. Was macht ihr gerade da oben? Was meinst du? Was macht ihr gerade da oben so? Ich bin unten wieder, oder auf dem Weg runter. Ah, definierte Sache. Ich baue gerade einen Weg, der es einigermaßen sicher nach unten erlaubt. Ja, langweilig. Aber echt, ey. Ja, sonst sterbe ich doch wieder andauernd. Ja, dann sterb mal nicht andauernd. Langweilig. Doch, das kann ich nicht. Ich einfach mal an. Da ist nichts drauf außer Zahnbilder, ganz ehrlich. Ja, aber davon richtig viel und richtig dick. Ja, so dass du nochmal 10 Kilogramm schwerer bist. Ja, man, das kriegt doch kein Gewicht auf die Waage. So viel. Für was? Kampftischtennis, oder? Ja, finde ich gut. Manchmal mag ich den Flo. Manchmal auch nicht. So. Jetzt buddel ich mich hier straight nach unten. Das Problem ist, ich weiß schon ganz genau, dass ich irgendwann sterben werde. Dann muss ich wieder runter und alles wieder einsammeln. Ja, ich kann dein Zeug dann ja holen. Warum denn nochmal, Andi? Weil ich einen Spiegel hab, weil ich so schön bin. Ja, okay, ich hab auch einen. Aua! Also ein Spiegel ist echt mit das Wichtigste in dem Spiel, finde ich. Ja, vor allem... Das Angenehmste auf jeden Fall mal. Ja, Angenehmste vor allem, richtig. Weil sonst jedes Mal da wieder hochlaufen oder wieder zurücklaufen, wenn man irgendwo ist. Aber Flo, ich finde jetzt. Den Spiegel haben sie ja nur implementiert, weil die Leute früher immer absichtlich gestorben sind. Achso, und halt auf. Zurückzukommen. Und auf Softcore gespielt haben, oder was? Genau. Ja, genau! Hör ich da einen weiteren Tod von Andi? Nein, aber so ein Piranha macht mir mit 2 Schlägen mal über 70 Schaden. Ich hab gerade von Spiegel gehört. Der wird doch mal schnell zurückgebeamt.
Ja, ich komme auch wieder zu euch. Beam mich ab. Beam mir ab. Wo mache ich jetzt das Ding nochmal? Unten am Webstuhl und so. Ah, da ist ein Webstuhl, richtig. Was brauche ich dazu? Und wir haben immer noch keinen offen. Weil den irgendwer im Inventar hat. Ich baue jetzt einen neuen. Ja, könnt auch einen machen. Was muss ich jetzt nachstellen? Fuck. Ist da in the battle? Was kann ich damit machen? Auf den Tisch stellen und anderen. Was brauche ich denn dazu, Andi? Noch zum Weben? Seide und Holz. Und wenn ich keine Seide habe? Dann kannst du dir kein Bett bauen. Du kannst unseres natürlich abbauen und bei dir aufstellen. Aber ich muss sagen, es wäre nicht dezent reißt. Ich nehme jetzt hier mal wieder so ein bisschen was raus, was mir zusteht. So. Ich bin Drohung, ich hole mir da jetzt raus, was mir zusteht. Ich habe mal so ein bisschen alles Dirt mitgenommen, oder? Das braucht ihr eh nicht. In der Truhe. Weiß ich nicht. Dirt. Ich würde. Ich kann nicht. Oh, ich will nicht mit dir reden, Typ. Deswegen kann ich nichts machen. Ich würde mich jetzt. Andi, bist du eigentlich faul, oder was? Danke. Der eine schwarze Schleim hier, der kotzt mich ein bisschen an. Den töte ich immer fast, ach, nee, dann rennt nicht. Er weg und dann kommt er wieder, lässt sich wieder einmal hauen und dann geht er wieder. Oh, verdammt, ich wollte die Tür zu machen. Hey, Tommy! Wow! Ah, ja, Spaß mit den Spiegeln. Oh! Wie viel Schaden macht denn der? Wir brauchen halt echt unbedingt mal Rüstung und so ein Scheiß. Oh, sag mal. Auch die Augen, die machen übel viel Schaden, ey. Ja, die finde ich echt krass, die Augen, muss ich auch sagen. Vor allem, wenn man immer hochspringt und sie treffen will, dann treffen sie die auch immer. Walking Potion. Water Walking Potion. Hast du? Posi. Streber. Ja gut, aber Potion ist ja nur für 5 Minuten, oder? Ja, das ist voll geil. Also. Ha! Ups. Weg bin ich von euch. Ihr kleinen Loser. So. Also Leute, ich mache mal wieder das Übliche, gell? Ich buddel mich wieder straight nach unten. Ja, dass wir gleich in die Hölle können mit unserer mega geilen Ausrüstung, richtig. Sagst du? Nee, nimm mal natürlich alles mit, was unterwegs zu finden ist, aber... Dass es wieder einen so einen Weg gibt, den der einfach nur runterjumpen kann. Ist der Typ mit den Dingschuhen schon da? Der Raketenschuhen? Nein, der ist irgendwo. Nee, der kommt... Wann kommt der denn? Da musst du auch irgendwas davor machen. Stimmt, da musst du die Goblin-Armee besiegen, oder? Ja, genau. Ja, sicher? War das der? Ja, ich glaube, das war die Goblin-Armee. Die man da besiegen muss. Die Goblin-Armee? Ja, es gibt so eine Bosse Quest, hier quasi. Es gibt verschiedene Events, genau, die passieren. Und zwar eben unter anderem Goblin-Armee. Ist aber nicht schwer, so eine Goblin-Armee. Macht man mit Links. Das sind ungefähr... Wie viel kommen da? 200 oder so? Ach ja. So wenig. Ja, aber, ja, aber muss, halt muss man sie alle besiegen? Weiß ja. Ich dachte, man müsste vielleicht auch nur 50 davon besiegen oder so. Oh. Was müssen wir jetzt eigentlich als erstes so wirklich richtig sammeln? Ich fände es cool, wenn jeder von uns eine einigermaßen gescheite Rüstung oder so kriegt. Und ein bisschen Leben. Okay, also das heißt einfach nur buddeln und Zeug suchen. Leute, es ist leider am Anfang so, da müsst ihr jetzt echt durch. Heute ist es so rum. Entschuldigung. Und dann, wenn man das hat, was dann? Wie geht dann der Plan weiter? Ja, dann können wir mal überlegen, ob wir in die Infektion oder halt Corruption gehen. Genau, und dann mal gucken, dass wir da so ein paar Kugeln kaputt machen. Erstmal eine, bis wir Meteorit haben. Ja. Okay. Und dann aus dem Meteorit können wir uns bessere Rüstung machen, dann können wir vielleicht mal, oder die Waffen, dann können wir mal den Wurm versuchen. Okay. So. Aber das ist ja jetzt, erstmal müssen wir uns echt eine gescheite ausrüsten. Das ist jetzt ja noch Zukunftsmusik, ne? Ja, genau. Bubbles. Okay. Und was ist mit so einem Eye of Cthulhu, wenn wir das mal finden würden oder so? War noch zu schwer. Das ist noch zu schwer. Sicher. Relativ. Wie sicher bist du dir auf einer Skala von 1 bis 10? 80. Okay, das ist sicher. Geht ja gar nicht. Ach! Das ist sicher.
So. Also sollte ich wieder erwarten, hier unten rauskommen. Dann macht das schleimisch heftig, oder? Dann bin ich, glaube fast komplett geklebt. Unterschiedlich Schleim. Wieso, was hast du für einen, Tobi? Mother-Schleim eben. Den fetten? Der Mama-Schleim. Ja, der ist schon heftig und vor allem, wenn der kaputt ist, dann kommen nochmal 3 kleine Schleims raus. Also nein, gut. Hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, es ist eine Herausforderung. Ich hab's zwischen den Zeilen gelesen. Ja, dann hat er schon richtig gelesen. Und zwar der Plan ist ja, dass ich hier einfach straight runter buddel. Das geht auch bis in die Hölle vielleicht runter irgendwann mal, ja, hat der Flo vorher richtig gesagt. Dass man einfach runterjumpen kann, wenn man in die Hölle will oder woanders hin will. Ja. Und dann einfach unten jemand aufmacht, dass man in die Lava reinfällt. Wer macht denn sowas? Ganz witzig. Ich weiß auch nicht, wann das passiert ist. Aha. Und unterwegs nehme ich natürlich alles mit, was ich finde. Ich werde gleich drauf gehen. Ja, schon. Doch nicht. Na, vielleicht auch nicht. Du bist ja echt schon ziemlich tief, Flo. Du hast übrigens nur 88 Leben. Ich will aufpassen an deiner Stelle. Ja, ist krank, also fast tot. Hä, hey, Tobi, du sagst, du wirst gleich drauf gehen? Nee, doch nicht. Ich habe gerade alles tot gemacht, was sich bewegt. Alles gut. Aber ich komme hier unten nie wieder raus. Deswegen musst du einen Spiegel finden. Du musst in Truhen unbedingt einen Spiegel finden, das ist echt wichtig. Okay. Hätte man darauf Einfluss, was man in Truhen findet. Ich hab halt nicht mal Fackeln. Aber hey, alles gut. Hey, hast du kein Holz dabei? Gerade nicht, nee. Ja, das ist natürlich geschickt. Merkst du, ich bin noch voll im Spiel drin schon. Wie in Minecraft, ich merk schon. Dass man voll das heißen? Nein! Dass man immer erstmal. Fuck, nein, nicht sterben! Lebe. Ja, vier Leben. Vier Leben, reicht ja, du vielleicht auch. Ja, nee, so wie in Minecraft, wenn wir mal auf Höhlentour gehen in Minecraft, dann haben wir immer nichts dabei. Sind immer perfekt aus. So wie es sein muss. Und haben volles Inventar und so Sachen. Ich hab 7 Leben, das ist nicht so. Oh, ich glaub, der Andi ist gestorben. Fuck! Ich glaub, der Andi wurde vergessen. Ich baue die Pfeilfalle ab und dann ist da noch eine zweite. Hat es dir aber gegeben, ganz ehrlich. Ja, hat sie. Natürlich, bitte. Das Problem ist, Flo, an meiner Taktik hier gerade, dass ich mich nach unten buddel. Ich brauche unbedingt noch diese Schuhe, die du auch hast. Flo hat nämlich diese Schuhe schon gefunden, dass man... Ich hab die Spikes gefunden. Sich quasi ach, was, ist auch geil. An der Wand entlang sliden kann mit den Schuhen. Die sind auch nicht ganz unpraktisch, Tobi. Okay. Dann kann man nämlich sämtlichen Fallschaden einfach durch an die Wand klitschen. Sofern denn eine da ist. Ja, richtig. Okay. Aber wie gesagt, sofern denn eine da ist. Das ist schmeichelndes Problem. Das ist so ein Problem, Flo, meinst du? So, mal ja. Kurz einen Schluck aus der Pulli hier, während ich buddel. Geht es? Mit einer Hand aufmachen? Oh je. Leute, ich muss kurz weg, ich hab was verschüttet. Okay. Nein, überhaupt nicht, hab ich nicht. Florian, du musst da bleiben. Ja, ich gehe. Aber ich baue wahrscheinlich gerade nichts mehr ab. Oh, ich stehe im Dunkeln. Bist du lang? Echt klar. Wieso sieht eigentlich dieses blöde Ding immer aus wie Gold? Du weißt, was ich meine, ja? Wer lässt hier eigentlich alle Türen offen? Du! Oh, das ist ja der Tobi, der da ist. Ja, und ich glaube, ich krieg gleich Besuch. Das ist ein Problem. Komm her! Und ich hab meine... Oh, naja, der ist runtergefallen. Einen habe ich weggezogen. Was ist denn für eine Waffe? Voll gut. Ja. Ah, der kann nix. Der Flo ist so ein Finder. Ich glaube, man findet die Schuhe auch nur... Der Tobi haut mit seinem kleinen Schwertchen auf den einen. Ja, aber er ist tot. Läuft. Ich glaube, man findet die Schuhe, die da... Flo hat auch nur in Truhen, die an der Oberfläche sind, kann das sein? Ja. Das heißt, ich sollte dann nachher mal ein bisschen reisen gehen. Andi, wo hast du denn die Seide hergefunden? Aus der Truhe. Hergefunden, ne? Aus der Truhe. Da war ich mal ganz dreist. Hier ist Wasser. Ah, so. Ja, Leute, ist gerade leider nicht so spannend, aber der Flo erzählt jetzt einen Witz. Hey.